hallo und herzlich willkommen zurück zu Freddy Farkas Frontier Pharmacist mit mir und mit Slurmisud und Neko. Genau. So, wir erkunden hier noch ein bisschen die Stadt. Was ist denn das hier eigentlich? Auf dem Stil steht aber Sargnagel, du bist noch nicht dran. Ja. Also es ist teilweise wirklich gemeiner aber gleich. Als... So. Und dann gucken wir mal, dann kennen wir ja schon einiges. Na, nun lauf zu. So, oh, hier ist ein Schmied und eine Bank. Interessant. Komm, lass uns mal mit dem Schmied reden. Andreas, den kannst du auch machen, wenn du möchtest. Der kann auch so ein bisschen... halt wie so ein Schmied eben ist, ne? Im Wilden Westen. Soll ich jetzt den Freddy umsprechen oder mach ich? Ja, ja, klar. Ja, ja. Du, ich lese immer die Texte vor und spätze ein bisschen rein. Das ist okay. Weißt du, Smitty, ich habe über diesen Gaul von dir nachgedacht. Was ist denn damit passiert? Oh, ist sehr schön. Süß, wegen der Nachbarskinder. Kannst nachts einfach nichts mehr draußen rumliegen lassen, ohne dass sie diese Kleinholz draus machen. Okay. Sieht das schön aus, ja. Ja, der sieht toll aus. Wir gehen in Geschäfte mit dir. Beschissen, Farkas, so ein Papier. Sei echt heftig. Bei mir passt eigentlich ganz gut. Nicht gerade großartig, aber ich komme schon zurecht. Trotz dieser leichten Wirtschaftslaune, die wir durchmachen. Das ist ein top aktuelles Spiel hier, aber hallo. Oder? Ja. Bah, wenn ich einen Käufer finden würde, ich diesen ganzen Schrott in 0,x verkaufen. Mhm. Kann man da irgendwas mitgehen lassen? Nee, noch nicht. In die Bank müssen wir jetzt noch nicht, das bleibt auch für später erst. Bank of Bob. Obwohl, wir können da mal reingehen, komm. Wir gehen jetzt erstmal überall rein und gucken, was das überhaupt ist. Da nach links geht's auch noch weiter, aber da gehe ich dann wirklich erst ganz viel später hin. Nun, mach hinne. So, da. Ein Bankschalter, Mann. Den mache ich dann mal. Na? Habe ich Ihnen schon unser neues Kolumbus-Tag-Konto vorgeschlagen? Zinsfrei bei voller Prämienausschüttung. noch mehr? Haben Sie schon, das ist wirklich gut. Haben Sie schon von unserem Osterclub-Konto gehört? Wir können es auch so einrichten, dass es Zinsen abwirft, sofern wir es uns leisten können, sie auszubezahlen. Okay, ja. Und so geht das in einer Tour weiter ein. Machen wir noch. Jawohl, ja, unser neuestes Faschingsbankbuch ist wirklich der letzte Schrei. Sie erhalten 0% Zinsen und wir berechnen Ihnen lediglich eine nominelle Gebühr. Sag mal, das waren irgendwie das Propheten. Ehrlich, hat er noch einen? Du gehst jetzt keine Bank. Ja, ja. Das ist doch echte Großbank hier. Ja, mein neues Juffi-Sparbuch Irving vom Delikatessengeschäft Raymond Brasley hat gerade eins eröffnet. Kann es Ihnen sicher empfehlen. Okay, also ich glaube, da wollen wir jetzt noch kein Konto. Wir können da auch noch nichts machen, weil uns da ein wesentliches, ein wesentliches Utensil für fehlt. So, da ist noch ein Schaf, wie süß. Und da sagt auch noch, hey, wie süß. So, Freddy, geh hier lang. Komm. Ja, mach dich auf den Weg. Ja, jetzt also der Entwickler hat irgendwie Schafe gemocht, oder? ja, ich weiß nicht, was das mit den Schafen da so auf sich hat. Keine Ahnung. Geh. Jetzt. So, dann schauen wir mal, wo wir hier sind. Wir wieder... Da waren wir drin. Das hat zu, dann müssen wir nochmal weiterlaufen. Ja, ja. Das ist irgendwie auch per Zufallsgenerator. Da kommen immer auch mal kleine Kinder, mal Schafe, dann auch mal ein Hund. Also immer Schafe kommen. Ja, Schafe kommen, vielleicht weil wir zu dritt spielen, ich weiß es nicht. Na, gehst du. So. Hier ist noch. Schafe. Genau, hier gehen wir rein, hier ist nämlich Woodland Willy drin. Schafe.
reindrehen hier, so. Okay, da ist Whitlin Willy, Andreas. Okay. Die Tür geht auf. Im Hintergrund hörst du Chester sagen, im Hintergrund ist der hier, bediene dich, ich komm gleich raus. So, und jetzt reden wir mal eine Runde mit ihm hier. Ihr beiden seid dran. Servus, Schnitzel Willy. Wie geht's mit dem Schnitzel? Grüß dich, Gott, Buh. Hervorragend. Dankeschön. Hab gerade einen alten, gestrandeten Waren in Arbat. Das wäre das Beste, was ich je fabriziert hab. Gestrandeten Wal? Ist das zu verkaufen? Ob ich's verkauf? Nein, tu ich nicht. Bin schließlich ein Künstlersackel zum End. Wenn ich es eine Zeit lang bereut, ist vielleicht später mal eine Stange Gold wert. Jetzt mach, dass du weiterkommst. Okay, und das war schon alles, was wir mit dem reden, ja, reden konnten. So, er ist klasse. So, die Post hat auch schon zu und der Friseur hat aber noch auf. Da gehen wir noch mal rein. Na, geh. Lauf. Warum bleibt er denn hier immer stehen? Da schmeißt er mehr Wasser aus dem Fenster oder seinen Nachttopf oder keine Ahnung. So. Der ist auch toll. Oh, was steht denn hier? Interessant, was ist das? Das scheint eine mit NO2 etikettierte Gasflasche zu sein. Mhm. In diesem Schrank findest du uninteressant. Können wir diese Flasche nehmen? Nee. Okay, können wir wohl nicht. Dann reden wir mal mit dem Friseur. Was ist denn NO2? Wie laufen die Geschäfte so? Du kannst dich wohl kaum über mangelnde Kundschaft beklagen. Vergiss es, Freddy. Das läuft zwar nicht schlecht, aber das bringt nichts in die Kasse. Das ist schade, Phil. Hast du irgendeine Idee, wie du dein Geschäft wieder ankurbeln könntest? Ich hab da schon eine Idee. Das Beste wäre, wenn ich mal echt Schmutziges hätte, das für meine Kunden zum Lesen wäre, wenn sie auf das Behandlung warten. Auf das Behandlung, okay? Aber deine Kunden sind noch nicht umgebildet und können nicht einmal lesen. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Dialekt sein soll. Ich hab Schulplan. Das ist richtig. Wahrscheinlich irgendwie Kölsch oder sowas. Das kann ich aber nicht. Okay, das heißt, wir sollten dem vielleicht irgendwelche Schmuddelheftchen oder sowas bringen. Und hier weiß ich immer nicht, wie ich rauskomme. Aus dieser blöden Tür. Hier, hier, da. Auf die Wand. Ja. Nee, da. Der sitzt nämlich hier im Spiegel. Und jetzt geht er raus. Ah, jetzt sind wir am Wassertank. Okay. Gucken wir uns auch gleich mal an. Hoppla, ne? Das ist eine Menge, die der Tank des Wasserturms zu fassen vermag. Die gesamten Trinkwasserreserven der Stadt lagern hier. Okay, gut. Das ist auch gut zu wissen. Und jetzt gehen wir nochmal hierher. Wir müssen eine Stunde auf das Klo. Was? Auf das Klo dort hinten. Da hinten ist auch noch ein Klo, aber das spielt erst später eine Rolle. Gehst du mal jetzt da bitte lang, hallo, so. Bitte steif, ne? Ja, so. Und hier ist nämlich die Schule. Da können wir erstmal die Leiter klauen. Das ist uns gemein, aber wir tun es trotzdem. Ja, und da ist ein Höllenlärm. Jemand benutzt die Leiter im Moment. Ist mir doch egal. Nimm sie einfach. Ist aber. Ah. Die Leiter, lediglich mit ein paar alten, lockeren Schrauben an ihrem Platz befestigt, löst sich problemlos von der Rutsche. Du stopfst sie irgendwie in deine Tasche zu all dem anderen Zeug, was sich dort bereits angesammelt hat. Und das ist wieder mal der Punkt, wo man sich fragt, diese Adventure-Figuren, wo die das Zeug immerhin hinstopfen. Gute Arbeit, Freddy. Mach den Kindern nur ihre Spielgeräte kaputt. Wenn sie nur wüssten, was für ein gutes, aufrichtiges Herz du noch hast. So, was der alles in seiner Hose hat, oh, ja. Aber echt hier. Oh, da kommt Penelope Prim, die nette Lehrerin. Der quatschen wir doch gleich mal. Penelope?
Freddy, wie schön, dich zu sehen. Hast du deine Arbeit liegen lassen, nur um mich zu besuchen? Ja, klar. Wenn ich dich nur anlegen kann, verfliegt der Tag genug. Wow. Penelope kichert und neigt schüchtern ihren Kopf und die Kinder machen einen Lärm, dass man uns hier kaum versteht. Boah. Du weißt, wie man einem Mädchen schmeichelt, nicht wahr? Jetzt geh wieder an die Arbeit, damit du nächste Woche genug Geld hast, um mich zum Sadie Hawkins Day Ball auszuführen. Ja. Wie erwünscht, meine Dame. Okay. Kinder gucken. Das ist ein langes, an einer Art Achse befestigtes Brett, das es auf der einen Seite erlaubt, nach oben zu schwenken, während die andere sich nach unten bewegt. Wenn die Kinder damit spielen, sitzt eines oben, das andere unten. Sag, hast du vielleicht eine Idee, wie man das Ding nennen könnte? Nein, haben wir nicht. Eine Kinderschlacht. Das ist so brutal teilweise. Ich gehe jetzt hier aber, oder kann ich mit dem Kind auch reden? Hier, wir können es aber anfangen. Sehr, alles mitnehmen. Ich fasse ja, also Slowmi weiß es, dass ich im Spiel immer gerne irgendwelche Leute betatsche, weil mir das einfach Spaß macht. Ja, aber nur. Ja? Ja, aber von Kindern lassen wir nicht das hier rumgehen. Wie war das mit den Teigen platt, hör mal wieder? Ja. Oh, so. Guck, und hier sind wir jetzt an unserer Apotheke. Hier gibt's den Sheriff noch. Tall and thin, groß und dünn, so sieht's auch aus. Tall and thin. Ich weiß aber gar nicht, was das für ein Haus sein soll. Na, sag mir was dazu. Habla, na? Das ist der Laden Lang und Dünn KG. Der Eigentümer kam gerade noch mit dem Leben davon, als sich herausstellte, dass er seine Kunden übers Ohr haut. Okay, und das hier? Auf dem Schild steht Pepes Spielwiese. Das war mal eine Art Schauspielhaus. Jedenfalls spielte sich ganz schön was ab hier, wenn sich die Schafe zur Schau stellten. Ja, gut, jetzt können wir mit dem Indianer reden. Andreas, den kannst du wieder machen, wenn du magst. Okay. Morgen, Dominik. Morgen, Freddy. Was gibt's Neues? Mal überlegen, hab gestern Nacht ein Jahrhundert der Schmach ausgelesen. Echt beeindruckend. Helen Hunt, Jackson, versteht es wirklich, ein Bild vom Verrat des weißen Mannes zu zeichnen? Weißt du eigentlich, wie viele Verträge deine Leute allein in den letzten 20 Jahren geschlossen und dann wieder gebrochen haben? Oh Gott. Entschuldige, ich glaube, da hat jemand nach mir gerufen oder so. Okay. Ja, das sieht aber auch komisch aus. Vom Bein sieht er für mich aus wie so ein Genie. Ja, sieht er auch. Ich habe was vergessen euch zu zeigen. Ich drehe mal gerade die Cycles ein bisschen höher. Damit er mal ein bisschen schneller hier läuft und drehe die nachher wieder runter. So. Weil wir sind mir noch wo an einer Stelle nicht gewesen. Und zwar. Lauf. Pink. Was ist da pink? Link. Ach so. Ja, nee, aber ich will es euch wenigstens zeigen noch in dieser Folge, damit wir so ein bisschen das Dorf jetzt so rundum abgegrast haben. Na, gehst du so. Weil hier unten ist nämlich ein Schaf. Na, ja, auch, unter anderem, aber das siehst du erst viel später. Hier ist nämlich das Bordell des Dorfes. Ja, da gehen wir aber erst viel später rein. Nein, jetzt noch nicht, nein. Am helllichten Tag, sag mal. Jetzt ist doch Nacht, oder? Ja. Yeah. Nein, es ist noch nicht Nacht. Nee, gut, nein, okay, geht zurück mit Bordell. Hallo, hi. Hoi. Was für ein Schwätzer, ne? Jo, genau. Hi. So, gut. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg zu unserer Apotheke begeben. Na, gehst du dahin? Ja. Und wenn wir da sind, oder bevor wir die betreten, werden wir mit dieser Folge Schluss machen, weil danach geht nämlich eine endlos fiese
Medizinmischerei los. Die ist ganz furchtbar grässlich und schrecklich. Und die fangen wir erst deshalb in der nächsten Folge an. So, sind wir jetzt gleich da? Ja, hier sind wir. Okay, und in der nächsten Folge werdet ihr sehen, was für eine tolle Apotheke Freddy hat. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann, bleibt dran und... Ciao. Servus.